Ja, wir haben ja noch das letzte Bildchen, haben wir ja noch gemalert. Der Hackepeter-Bild. Ja. Scheiß. Und wir haben schon vier. Wir haben vier, stimmt. Und welche ist das? Haben wir doch schon den Knochen, ne? Oder was? Das What? No. Of course cutting your hair doesn't hurt, Birdie. Die Schere. Okay, na, das war zum Haarschneiden. So, dann haben wir das Blut. Das ist das Blut? First. Für die Haut sein? Genau, und hier ist. I thought it would be harder. It should be harder. Bones shouldn't break so. Wir haben doch schon den Knochen. Okay. Nice! Dann gucken wir uns erstmal kurz das Dokument an, wie viel wir jetzt hier wieder drin haben. Ja, ich hasse dich selbst jetzt, verloren, alleine, hoffnungslos. Du bist immer allein gewesen. Du wirst immer, hoffe, ein schwerwiegender Fehler. Tja, da fehlt auf jeden Fall noch eine Menge Text. Warum liegt da einfach nur so eine Hand? Ne, so eine Puppenhand. Ne? Also aber so ich eine, ja, Puppen. Kennst du doch bestimmt so eine so aus so der Modellecke irgendwie, aus der Kunstecke im Baumarkt irgendwie, diese Holzgliederpuppen? Ja. Oder vielleicht auch von der hässlichen Puppe, die da hängt, wer weiß. Who knows? Gott. Ja, könnte sein. Easy to forget. He simply wasn't enough. Was? Waren wir nicht gewachsen? Weiß ich nicht. Ey, es ist aber auch wieder dunkel, ne? Also ich bin auch sofort wieder da drin, ey. Also. He comes to me at the bottom of the bottle. The horned master of cubism. We drink to the fall of reality, till the shapes sharpen, and I cut myself on the rectangular, infinitely straight edges of my glass, and he retreats to his nest in the iris of my left eye. Warum nur das linke Auge? Warum nicht beide? Aber eine schöne Schrift hat er, wenn ich mir den Zettel angucke. Gibt's hier noch irgendwas? Irgendwie... nö. Ein hübsches Stillleben. Ansonsten war es das. Solange jetzt keine Puppen wieder kommen wie beim letzten Mal, finde ich das alles in Ordnung. Ich glaube, die Puppennummer ist durch. It's hopeless. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Shaken Benny, Alter. Ja. Da wird er wieder was zum Chatten haben hier, ne? Kunst. Schön. Ja, there on the walls. Ja, das bestimmt. Beruhigt mich aber nicht so sehr. Art is beauty, writes. A painter recognized widely for his talent a few years back. These painters, as they call themselves, either forgot what beauty is or decided to insult it. Waste of paint, waste of talent, waste of time. Okay. Und ein Schlüssel. So, aber sonst noch hier in die ist nichts, ne? Okay. Ey, Peach! Na, sie sind in den Wänden. Also ich wage auch zu bezweifeln irgendwie, dass es nur ein Haus gibt und so ein Zustand, wo keine Ratten irgendwo in den Wänden sind. Gerade bei den Amis, wo ja nur alle da aus Holz ist irgendwie. Alter, die sind aber auch dicke Ratten, also. Ah, fette Ratten. Von einem Schiff holt nochmal so ein Stück Pizza, deswegen sind sie so fett. Gott. Ey, das Haus fällt aber auch auseinander, es ist nicht schön. Muss das? Was geil ist, was leuchtet da unten? Weiß ich nicht. So, die Frage würde mir erstmal stellen, so, was leuchtet da im Keller? Ist der Kernreaktor aus? Sollte mir mal runtergehen. Ich glaube, wir müssen auch irgendwann da runter. Oh. Da kam jetzt gerade eine Ratte von unten nach oben. Oh, schön. Aha. Ja, ist auf jeden Fall auch ein Spiel für Klaustrophobiker. Irgendwie, wenn ich das sehe, so. Ja, stecken bleiben zwischen den Gängen. Gut. Möchte sie mir jetzt sagen? Hast du eigentlich Angst vor Ratten, Ben? Nö, es geht eigentlich. Also, ich finde die jetzt auch nicht schlimm. Klar, irgendwie ist eine Frage der Anzahl irgendwie, wenn da 2000 auf mich zu mir reinkommen. Ja, gut, dann ist. Ich bin nicht mehr so entspannt, aber so grundsätzlich. Melli, hey, grüß dich!
Schön, dass du da bist. Aber guck mal, sie zeigt uns den Weg so ein bisschen. Also macht zwar ein bisschen Unordnung, aber ist okay. Hey, Run! Wie, run? Okay, ich bin weg. Ich sehe noch nicht so viel. Scheiße. Was? Wie, noch nicht? Ah, oh, links vor uns. Was verfolgt uns da überhaupt? Ratten oder was? Wer kommt da? Weil die rennen alle weg, wa? Ach du Schande. Wovor rennen die weg? Ich hab keine Ahnung. Oh, das ist aber unangenehm. Und ich krieg Gänsehaut. Das ist gar nicht schön. Immer enger? Ich fand. Oh, okay. Ich bin gefallen. Und wenn ich mich recht entsinne. Ach, das ist Schande. Kann er auch ja nicht so schnell rennen, ne? Irgendwie, weil Holzbein. Oder Beinprothese. Ja, aber also. Lolololololol. Hey, hey, ho, 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 ho! Ho! Hä, wie? Hä? Warum? Ist da nicht überall da? Nee, Augen wachsen da überall? Das ist ja toll. Okay. Oh. Geh doch weg! Art is not about watching. It's about feeling. With all senses, every part of your body. It's the only way to understand it. The only way to eliminate doubt. Ja, deswegen verstehe ich keine Kunst. Ich fühle sie nicht. Ich fühle sie nicht. Mit meinem ganzen Körper. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich dachte, wir sind von oben irgendwie. Das aber auch. Okay, abgeschlossen. Nee. Everything I do to stop thinking. To stop the questions. Is this really the house I know? Where am I? What is behind that door? What is behind me? The questions are worse than anything that can actually happen. So, what is this? Okay, screeching arsonists. Echoing screams. They stop at nothing. I won't go down easy. Würdest du denken, dass das eine Frauen- oder eine Männerstimme ist? Also das wäre jetzt für mich eine Frauenstimme. Eine Frauenstimme, ja? Ich bin mir tatsächlich nicht so wirklich sicher. Ah. Oh. Wieder ein, Nummer eins. Genau. Wir haben noch nicht ein einziges Bild vollständig gehabt. Ah, jeder Fehler ist ein, ja, eine Falle. Da unten steht es auch in Deutsch. Okay. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem, vor der Dame, die uns jagt. Oder Geist oder Dämon oder was auch immer das ist. Unsere Frau. Okay. Müssen wir nur jetzt nicht sagen, dass du Angst vor deiner Frau hast. It is no wonder that an old star rebels against the light of the sun that outshines it. Truth is, his paintings have been bland and overly conventional for many years now. They don't evoke feelings. They don't say anything important. They are, at best, pleasant to look at. Art shouldn't be pleasant. It should be world-changing. World-changing? Also, ich schlage vor, mach hier doch ein schönes Frühstück. I loved him the most. When he lost himself. Lass dir vielleicht eine kleine Wanne ein. Mach ein paar Kerzen an. Fucking mutt won't shut up. Hey, I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I. Ja, also auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen was Intus, der Kumpel. So wie er klingt. So ein bisschen. Okay, ist abgeschlossen. Schön. Nicht so schön. Oh, sehr viel zu öffnen. Da ist ein Schlüssel. Okay, hier gibt's nichts mehr. They say a picture is worth a thousand words.
While this is true of many works of art, sometimes the words that come to mind are hardly flattering. Babyface is one such painting. This artistic anomaly continues to inspire thousands of mediocrity enthusiasts, when in fact, it is little more than a sideshow attraction. Frankly, this is hardly even art. It's merely a doodle. It's what you get when you lock a not very well adjusted painter in a dark basement for a week. Even putting aside the flawed execution, the painting is still deplorable. Also ich frage mich immer wieder, warum heißt dieses Ding eigentlich Babyface? Es sieht irgendwie, also weiß. Nein, ist doch ein Babygesicht. Mit einem Bart? Naja. Also ist doch jetzt so von der Physiognomie, ist doch kein erwachsener Gesicht. Ja, aber trotzdem sieht das sehr komisch aus, muss ich sagen. Sehr, sehr komisch. Hier ist nichts weiter. Hallo, warum kann ich... Ach, Mann, ey, lass mich doch mal durch! Kann ich nicht einfach hier so drüber klettern? Willst du das denn? Okay, ich bin weg. Willst du das denn, Benny? Auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. You left me alone. Ja, es tut mir leid. Lol. Und schon ist wieder frei. Oh, nö. Also irgendwas ist in dem Raum passiert. Ich gehe aber jetzt nicht nochmal gucken. Ist mir egal. Ach, du Scheibenkleister. Du kannst es nicht haben. Ich will's nicht haben. Okay. Sitzt hier wieder im... Ach Gottchen, ja, wunderbar. Gibt's hier noch irgendwas anderes zu entdecken? Außer... Okay. Ja, da ist eine Tür jetzt. Was passiert hier? Ja, es wird immer unordentlicher. Ich komme hier nicht rein. Oh nö. Ist aber unangenehm. Achso, und hier, das Ding ist ja wieder nur zum Drehen. So, hier kann ich bestimmt auch nicht rein, ne? Genau, okay. Ich muss hier rein. So, deine Chance hat jetzt zuzumachen. Hast du Blumen dabei, Benny? Ich hab's gut gemacht. Deine Frau nicht gut finden. Aber sie ist nicht mehr da? Die Tür an die Leuchte zu. Der Schatten ist nicht mehr da. Wow, 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 wow. Was passiert hier? Oh, die Augen. They don't understand. They don't see. Tasteless malcontents. Okay. Oh Gott. Jumpscare von Stevies Mikrofon. Oh Gott, hier geht's weiter. Will ich da gucken? Ach, ich hätte überall rausgehen können. Ach, es ist ja ein Träumchen. So, wir gucken dann ganz kurz, ob wir hier noch irgendwas finden. Zum Beispiel in dieser wunderschönen Box. Judging by the silence that has now fallen over the house, I can safely assume that he's finally passed out. Undoubtedly surrounded by empty bottles and tattered pieces of canvas that have become his preferred bedfellows. Every time it happens, I pray it will be the last. I pray fervently, passionately. Our Lord in heaven, let him crack his head open and the rot spew out. Let him cut his wrist on the glass and the red bile flow. Let him choke on his own vomit so that we may all find peace. For if you don't, one day I will find the courage to walk down the steps and end him myself. You of all should know, it's not the lack of will that stays my hand. Ja, ich glaube, es war nicht so gut, meiner Frau die Tür zuzukloppen. Es bewegt sich da. Okay.
Schöne ist, dass Stevie kann gerade nichts dazu sagen, er kann nichts kommentieren. Weil bei ihm gebohrt wird. Da fühle ich mich doch gelage. Wow, hey, gar nicht so nett hier. Kann ich raus? Kann man wieder zumachen? Gott, hier kann ich nicht durch. Da vorne ist eine Frau. Also ich weiß nicht, ob das meine Frau ist. Lady? Oh Gott, das sieht aber auch nicht so... Was ein bisschen, was stand da gerade? A little pain goes a long way. Oh Gott. No, no, no. No. No, 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 no. We belong together. Sie kann sich teleportieren mittlerweile? Was ist denn da los? Hm, sie ist flink. Oh Gott. Wo bin ich? War das gewollt? Was? Tot? Was? Da stand irgendwas mit tot? Ach du Scheibenkleister. Okay. Wir gucken uns erstmal um. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Hinweise oder so. Wer weiß. Ist, Da ist ein Schuh. Das ist so richtig schöne Kunst. So richtig schön. Warte, da ist noch ein Zettel. In any case, as your lawyer, I advise you to refrain from any imprudent actions. In other words, don't do anything stupid. We still have a chance of winning this. Believe it or not, I've gotten clients out of deeper shit than this. Just don't make it any worse. Lay low for a while and let me appeal the court order. This social worker definitely has it in for you. We can use that to our advantage. Portray you as a victim of the system. A husband in mourning, a momentary lapse of reason, an overzealous bureaucrat. Trust me, this is our best option. Considering what you've been through lately, I'd say we have a good 50-50 chance of a good outcome. Mm-hmm. But not if you keep trying to convince everyone that you've gone completely insane. No more outbursts, no more rambling. Better yet, no public appearances whatsoever. You could still get your daughter, though. Ja. Also, ihm wird auf jeden Fall von seinem Anwalt geraten, einfach nicht mal in die Öffentlichkeit zu gehen. Ist okay, kann man machen. Ich weiß nicht, ob das am Ende die Lösung ist. Ich würde sagen, nein. Aber gut. Wir gucken weiter. Wie ich sehe, sehe ich nichts. Ja, wir gehen einfach durch. Alles gut. Oder auch nicht. Warum ist denn jetzt, wiederholt sich das? Was ist denn jetzt? No, no, no. Jetzt sind wir genau wieder an der gleichen Stelle. Ich weiß nicht, ob das... Ist das... Soll das so? Okay, also wir wissen ja, wir können die bekämpfen. Und ich gehe jetzt schon mal rückwärts. Get out. Ich kann nicht raus. Ich kann nicht raus. Ich bin im Arsch. Ich hab ein Problem. Und zwar ein großes. You're sure you're safe here? Ich hoffe. Gott, das war gar nicht so unknapp. Aber gut. Aber gut. Tief durchatmen. Deep breaths. Ja, genau. Remember, you're a professional. Auf jeden Fall. Just the first few strokes.
Then you're over the hump. What's so hard about it? Ja, so die ersten paar Sachen kann ich auch auf mich münzen. Tief durchatmen. Aber gut. Was haben wir hier? Oh Gott, Kerzen ausblasen, so fähig ich eigentlich nicht. Aber wahrscheinlich muss ich das, um weiterzukommen. Wir gucken uns vorher noch mal ein bisschen um, was wir hier noch so schön finden. Okay, hier kommen wir nicht mehr raus, das ist nicht so schön. Gut. Für Stevies nächste Motivationsrede, was? Das war ja gemein. Wo ist eigentlich der Stevie? Hat er sich einfach ausgeblendet? Hat er den Browser geschlossen? Was hat er gemacht? Nö. Aber der Cam nicht mehr da. Ich hab jetzt eigentlich eher gedacht, dass du mich aktiviert hast, deaktiviert hast. Ich hab dich nicht deaktiviert. Du hast nicht zufällig den Browser geschlossen? Nö. Nee. Weil du bist bei mir da, aber. Also. Ich deaktiviere mal kurz die Quelle und aktiviere dich wieder. Jetzt bist du wieder da. Okay. Gut. Ah, ich will das nicht. Oh nein, warte, es verändert sich ja bestimmt hier was im Raum, oder? Wenn ich das mache, dann ist doch meistens irgendwas... Was? War es all das wert? Da oben ist ein Schlüssel im Bild. Habe ich den gegriffen? Jo, mach mal wieder Licht an. Aber das bringt mir aber gar nicht so viel. Was ist jetzt los? Ich sehe nichts. Was passiert hier? Ja geil, wozu habe ich eine Taschenlampe, wenn die nicht funktioniert? Nicht funktioniert. Ich bin eingeschlafen. Aber wir haben den Schlüssel. Also, der Progress geht vorwärts. Ein bisschen. So, wo sind wir denn? Ich sehe nichts. Freunde. Achso, vor der Tür. Hallo. Ach, und wieder Fahrstuhl fahren. Na, ist ja ein Träumchen. Fahrstuhl fahren. Diesmal fahren wir hoch. Weil es so schön ist. Ein bisschen Angst, dass uns gleich jetzt hier erwartet. Erstmal noch nichts Böses. Was? Hallo? Sie ist auf dem Dach des Fahrstuhls. Nee. Oh doch. Was? Oh Gott, gefallen! Gefallen! Wir sind gefallen. Aber wir haben es überlebt. Irgendwie. Ach du... Na, das ist. Das sieht doch nicht gut aus. Oh! Ja. Hätten wir uns das vorher angucken sollen, was da drauf ist? So. Okay. Okay. Kinderspielzeug oder Dings? Haus oder Painting? Auf gar keinen Fall, dann nehme ich doch lieber das Haus. War das jetzt richtig? Falsch? I don't know. Du hast eine Entscheidung getroffen, Benny. Ja, und hier bin ich auf jeden Fall fürs Kind. Also, nee, warte. Wenn ich fürs Kind bin, muss ich ja das hier machen. Was ist denn das? Da geradezu? Geradezu? Ja, kann ich das Raums? Jetzt. Ja, da ist ein Teddy. Ach, der hat sich schon gerade bewegt, oder? Ja. So ein bisschen. Schön. Schön. Hier habe ich mich anscheinend fürs
Ja, für Alkohol Saufen entschieden. Oh, schön. Das, wunderbar. Eigentlich genau die falsche Entscheidung, aber gut. Und jetzt fallen wir wieder. Also, wir müssen das Haus auf jeden Fall reparieren, Stevie. Also geht ja. Wir können. Also, geht ja nicht so. Kein Problem mit Kohle im Werkzeugkasten. It's tool time. Okay, was sind wir jetzt hier? Hey! So. Oh, ich hab mich gerade so am Cover verschluckt. Oh, guck mal. Ist das unsere Frau? Ja. Nehmen wir doch glatt mal mit. Und was hat es mit dieser Waage auf sich die ganze Zeit? Naja, wir haben uns ja gerade entschieden quasi. Waren ja alles Wagen. Kann halt sein, dass wir uns entschieden haben für den Alkohol anstatt für unsere Frau. Okay. Na, das war ja, dann nicht so... Ich hab auch nicht gesehen, was auf der anderen Waage drauf war. Ich auch nicht, ich hab nicht drauf geachtet. Bis ich gesehen habe, was passierte. Kenny! Ah, geil. Ja, 30 Sekunden Werbung, aber nur am Anfang. So our agreement, ja, sorry. Although fruitful, dude, must come to an end. We seek someone who understands modern art a little bit better, who is able to engage with it. And you, sir, don't seem to be that person anymore. Your reactions to other reviews and letters from our readers don't encourage further collaboration. Wie, er geht auf Kommentare ein? Also, er lässt es zu? Okay. Hey, hey, ho, hey, ho. Der Stuhl wurde gerade... What? Hate it. Everyone hates it. Was passiert denn jetzt schon wieder? Ich will nicht. Ich will muss es perfektionieren. Warum ist da jetzt schon wieder so eine Hand? Na, wir haben schmutzige Hände. Das kann man beim Schlüssel abpflücken. Haben wir das Bild dreckig gemacht? Das kann doch passieren. Das ist doch nicht schlimm. Aber auch so das andere Bild ist auch sehr lebensbejahend, was jetzt so drin ist. Ne? Ja, das ist auch richtig gut. Gott. Was haben wir hier schon wieder? Was? Was ist das denn? Ein Korkenzieher oder was soll... Ich glaube nicht. Ist vielleicht für so eine Spieluhr, so ein... Ach so, so zum Aufziehen meinst du? Ein Kurbel. Ach guck mal, hier haben wir einfach so einen Ziegenkopf. Das ist ein kleiner Ritterschädel. Das hat man als... Kultivierter Mann von heute in den 19. Jahrhundert hat man so etwas im Schrank, Benny. Nee. Was müsstest du? Wenn ein kultivierter Mann im 19. Jahrhundert gewesen wärst. War ich nicht. Oh, that's a good question, Peter. In fact, that is a very common misconception. Some people think it's just about putting paint on canvas, but they're wrong. I believe that every detail must exist in the mind of the artist before the first stroke is made. The process itself is more about following these preconceived steps rather than just going crazy with the brush. Personally, I have always perceived it as a ritual. A ritual? Sounds ominous. Not necessarily, though I will admit it carries a certain risk in order to create. The artist must first deconstruct himself, figuratively speaking, of course. If the artist succeeds, what most people see as mere tools of the trade will become the implements of his ascension. Holy artifacts. I wouldn't go that far. Art is often quite beautiful, but the process behind it, rarely so. Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, irgendwie Chat, wie ist denn bei euch? Also vielleicht schicke ich gerne mit Alina irgendwie. Aber ich finde tatsächlich, dass die Textpassagen viel zu viel sind irgendwie. Also mich ziehen die tatsächlich eher raus irgendwie, anstatt sie mich mehr in die Story reinziehen. Weil die halt einfach das... Also mir ist es tatsächlich ein bisschen too much irgendwie. Benny, wie ist es bei dir? Ich kann nicht allem folgen, aber das liegt auch an meinem Goldfisch-Gedächtnis, dass ich quasi das, was wir gerade gelesen haben, jetzt schon wieder fast vergessen habe. Also, ihr fühlt, du läufst durch zwei Räume irgendwie und liest drei Texte irgendwie. Und das finde ich ein bisschen... Ist ein bisschen too much irgendwie. Also da hätten sie doch vielleicht auch die Story irgendwie anders vermitteln können. Also eventuell kompakter oder über eine andere Art und Weise irgendwie. Also du läufst irgendwie und hörst den Text vielleicht. Oder halt einfach ein bisschen kürzer gefasst. Achso, ich müsste mal... Nur mir so irgendwie, aber...
Ja, der große Vorteil ist ja, glaube ich, schon mal, dass wir die Texte selber nicht vorlesen müssen. Ja, das ist richtig. Also wenn man jetzt überlegt, überlegt mal, wir müssten jetzt alle Texte ja hier... Boah, nee. Ja, das wäre das, dann würde das noch länger gehen. Ja. Nö, dafür würde ich einen richtig bösen gemeinen Alert haben, Kenny. Was? Wegen der Werbung oder was? Ja, wir können mal rumspüren, das ist halt Twitch. Können wir nichts gegen machen. Siehst du, wir können mal ausprobieren. I need to start practicing. Ja, okay, ist ein bisschen kurz. I don't care what he thinks about it. I'm not myself without music. Ich wollte mich eigentlich bei einem längeren Text mal das einpacken und gucken, ob er es dann abbricht oder ob er es trotzdem weiterhin vorliest. Aber bei so einem kurzen Text, weiß ich es halt nicht. Ja, Junge, ich meine ja nicht, dass ja kein Text da ist. Ich meine nur, wahrscheinlich hätte ein bisschen weniger mehr gebracht. Ist das? Also, ich halte mich mal an das, was da steht. Don't look back. Na, jetzt schau doch zurück. Wir wollen doch sehen. Okay, du musst zurückschauen. Das Spiel will es! Los! Don't look back in anger. Heard you warte, say. Warte. Ich mach so. Ach. Oh, scheiße. Ich wollte die Tür zumachen. Warte, ich mach mal hier Kerzenlicht an. Ich mach's uns romantisch. Ja, genau. Ich hab zurückgeschaut. Blicke nicht zurück. Irgendwie war das klar, dass das passiert, aber es hat mich trotzdem gekriegt. Also, schon wieder der gleiche Raum, oder was? Also, sterben wir immer wieder erneut, oder was ist... Sieht so aus. Kann sein, ja. Also, das ist anscheinend hier unsere Todesecke.